Das klappte erst recht nicht gut. Ah, da wollte sie nicht mehr hochspringen. Das meinte ich mit dem Kampf des Aufsteigens. Ach, komm schon. Ja, geht doch, Mensch. Ha, im Sprung gestoppt. Du alter Drecksack, du. So, hier müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Weil halt die Dinger gehen kaputt durch den Screw-Attack. Nein, ich war so weit. Mache ich es mir halt einfacher, wenn sie mitmachen will. Ah, verdammt, Axt, jetzt geht's los. Ah. Ah. Ach, Samus, komm schon. Die will nicht mehr. Ah, nicht da, verdammt. Falscher Weg. Das ist wiederum der Nachteil mit dieser Screw-Attack-Geschichte. Mit dem Space-Jump. Dass es hin und wieder bei mir nicht klappen will. Ach ja, das ist der schöne Aufstieg, mit dem ich ja ach so schöne Probleme jedes Mal habe. Aber jetzt klappt's. Gut, aufgefangen noch. Diesmal aber nicht. Mist. Ich verlasse mich auf meine nicht vorhandenen Skills viel zu sehr. Wie gesagt, nicht vorhandenen. Ach, es pisst mich gerade an. Komm, hoch da. Ja, man kann halt nur ein Erfolgserlebnis pro Aufnahme haben. Und meins war gerade mit Ridley. Werde ich hier keins mehr haben. Wenn nicht, dann muss ich halt das Gebiet neu laden, indem ich so mache. So, dann einfach mal kein Space Jump. Ja, hierdurch möchte ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich möchte erst gerne zum Schiff. So, machen wir es uns jetzt einfacher. Nein, 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 nein. Nein. Das hätte nicht sein müssen. So, hoffentlich schaffen wir es immer noch. Ja, jetzt können wir es gleich ganz knicken. Na komm. So. Ah. Es kann sich hier nur noch um Jahren handeln. Also es kann sich echt nur noch um Jahre handeln. Ah, verdammte Axt. Das ist doch nervig. Es ist doch extremst nervig gerade. Also, nochmal. Brainstar interessiert mich gerade nicht. So, versuchen wir es nochmal auf... Ah, aufhören. Na, ah, schon zu spät. Verdammte Axt, jetzt ist hier echt... Jetzt werde ich gleich böse. Ich werde zu der Incredible Hulk. Ja, das klappt einfach so nicht bei mir. Ich weiß nicht, warum es bei mir so nicht klappen will. Auf jeden Fall frisst es einfach nur unabdingbar viel Zeit. Und das ist nervig. Das ist extremst nervig. Und nochmal. Ja, springen, dann bewegen. Nein, 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 nein. Ach, Glück gehabt. Na, zum Glück kommen wir von dem auch immer noch hier hoch, so. Endlich sind wir oben angekommen. Juhu. Hier machen wir einfach wieder den Space Jump. Das ist ja... Außer man springt, so wie ich jetzt, in dieser schönen Pflanze rein. Hallo?
blöde Pflanze. Frisst die mich erstmal? Hallo? Ach, du kannst mir nichts anhaben. Genauso wie der Rest von euch, der mir nichts anhaben kann. So, ho, 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 ho. So, zack. Gegner hier haben natürlich wieder keine Schnitte gegen uns. Schon mal anfangen zu rennen, damit wir gleich schönen Speedboost haben. So. Ah, stopp, daneben gesprungen. Auf ins Schiff. Aha. Hier setzen wir auch gleich einen Speicherpunkt direkt, nachdem wir uns aufgefüllt haben. Yes. Safe complete. Oh yeah. Und dann werde ich einen kleinen Umweg nehmen. Weil wie ihr seht, gibt es da einen kleinen Gang. Das war auch der Gang, wo ich meinen E-Tank gefunden hatte. Einen von den zweien, die ich gesammelt hatte. So, mal schauen, ob es klappt. So nicht. So. Offen ist er schon mal. Jetzt sollten wir ihn natürlich so weit nur öffnen, dass wir da auch da durchkommen. Und ja, hier können wir uns noch netterweise, wenn uns nicht gerade ein Gegner frisst oder fressen will, wag es dich. Ah. Ach, das macht uns jetzt auch nichts mehr. Aber dass Samus jetzt meint, die Space Jump nicht mehr ausführen zu müssen, das macht mir schon etwas. So, hier gab es dann netterweise den E-Tank. Und wenn wir uns jetzt hier runterbomben, gibt es hier auch noch einen kleinen Weg, den wir nutzen können. Hoppala. So. Na komm, weiter. Ah. Ach, ich laufe jetzt gerade alles rein, was mir in den Weg kommt. So, und hier könnten wir... So, nehme ich jetzt den Weg. Weil, wie ihr seht, habe ich hier... Hier gibt es zwei Missile-Container und einen davon hatte ich, wie gesagt, schon. Den anderen halt noch nicht und den habe ich jetzt mir auch geholt. Der kann uns später noch ein bisschen nützlich sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wie viele Raketen ich gleich gebrauchen werde. Aber erstmal geht's hier runter. Ich glaube, wir brauchen die... Ja, genau. Die Powerbombs. So. Ein bisschen noch Energie sammeln. Was aber nicht wichtig ist. Und ich glaube, ihr könnt euch noch an den Raum erinnern, den ich ganz zu Anfang euch gezeigt habe. Diesen Raum hier, der wird uns jetzt wichtig sein. Weil hier kommen wir zu einem neuen Gebiet. Erst müssen wir uns das hier angucken. Ah, da kann ich mir genüsslich eine Zigarette stopfen bei. So. Diese nette Statue birgt ein kleines Geheimnis vor uns. Da versinkt sie vor Gnade, vor Scham in den Boden, in der Hoffnung, wir würden sie nicht sehen.
So, also die 2 Minuten müssen wir jetzt noch haben. Wie gesagt, beste Ende gibt es für uns eh nicht mehr. Da kann ich mir auch in Ruhe noch eine Zigarette stopfen. So, zack. Ha. Rauchen werde ich aber später, nicht jetzt. Ja, und diese Statue hat uns, wie gesagt, diesen Weg hier freigemacht. Der uns runter in unser letztes abenteuerliches Gebiet wirft. Mit der wohl ekligsten Hintergrundmusik, die ich bis jetzt gehört habe. Also, mir wurde beim ersten Mal doch schon leicht schlecht, als ich das immer wieder hören muss. Dieses aufstoßende Geräusch. Jetzt nicht vom Hahn gerade, der unbedingt wieder krähen muss. Nein, ich will doch speichern, Mensch. Ah. Speichern. Speichern. War da nicht. Also, ich finde, die ist schon gut gemacht, diese Hintergrundmusik. Yes. So. Boah, das ist echt unappetitlich. Und wir bekommen es direkt mal mit Super Metroid zu tun und fliegenden Penisringen. Na komm. Kommt noch einer. So. Lasst mich in Ruhe. Aber ich glaube, ich muss alle Metroids vorher töten, bevor ich hier wirklich durch kann. Und habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Wow, noch einer. Ja. Ah, super. Besonders frage ich mich eigentlich, wie die Metroids hier leben kann. Hatte Samus nicht im zweiten Teil Metroids eigentlich ausgelöscht? Bis auf das Baby-Metroid. Aber naja, das ist halt eine andere Geschichte. So. Warte mal abwärts hier. Hier sind auch wieder Metroids, die nur darauf warten, uns zu stacken. Hör auf an uns zu saugen. Ah! Ja, anders kriegen wir sie jetzt nicht. Jetzt haben wir sogar schon 2 Metroids an der Backe kleben. Da sind sie down. Ah. Diese scheiß Donut-Dinger da, die gehen mir auf den Keks. So, lass mich in Ruhe. Sehr schön. Ja, so wollen wir das natürlich nicht treffen. Aha, bleib weg von mir. Du musst mich nicht unbedingt verfolgen. Ist ja wie so ein Stalker, Mensch. Ach, die Tür können wir schon öffnen. Da sind hier nicht mehr so viele Gegner. Way. Nein. Ah, verdammte Axt. Machen wir auch gleich den da unten mit kaputt. So. Na, Mist. Hineingefallen. Aber wir sind urplötzlich in einem anderen Gebiet. Naja, genau, die kriegen wir nur so kalt. Bevor die mir jetzt hier zur Last fallen, möchte ich sie auch gerne loswerden. Obwohl das sehr, sehr unpraktisch ist. Die Super Missiles werden wir eigentlich gut gebrauchen. Nette Statue, aber wir müssen diesmal nicht gegen sie kämpfen. Sie zerfällt zu Staub. Was haben wir denn noch hier so für schön? Ach, das ist auch alles zu Staub. Hier auch. Alles Staub. Hier wird alles zu Staub. Huch, wo kommt der denn auf einmal her? Oh, was war das denn? Yo, hallo. Das ist das Baby-Metroid. Meine Fresse, ist das groß geworden. Wird der auch zu Staub? Ja, der wird auch. Ja, ah, hallo, hallo. Lass uns los. Lass mich los. Lass mich bitte los.